Herzlich willkommen im Bellevue di Monaco zu unserem Spezial des Heimatministeriums. Es geht heute Abend um Kriegsdienstverweigerung und die Türkei, beziehungsweise türkische Kriegsdienstverweigerer und die Bundesrepublik, sprich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die dort einen ganz eigenen Blick auf Kriegsdienstverweigerung und die Folgen in der Türkei entwickelt haben. Mein Name ist Stefan Dünnwald. Ich werde heute durch den Abend führen und möchte ganz herzlich meine Gäste begrüßen. Mehmet, hallo. Vielen Dank, dass du die Mühe machst, diese Veranstaltung zu übersetzen. Der zweite Teilnehmer im Zoom ist Behran İşçi. Das ist ein türkischer Kriegsdienstverweigerer, der in Augsburg sitzt aktuell, der schon eine Anerkennung hat. Behran, hallo, herzlich willkommen. Und jetzt, wenn du wieder in den türkischen Kanal schaltest, dann bist du wieder mit Mehmet als Übersetzung verbunden. Ja. Okay. Dann freue ich mich, hier auch als live hier anwesende Gäste begrüßen zu dürfen. Onur Erdin, ganz zu meiner Linken, auch wie Behran, ein Kriegsdienstverweigerer, der hier in Deutschland es nach langer Zeit, nach langem Mühsal nach Deutschland geschafft hat und hier Asyl beantragt hat. Neben ihm sitzt Rudi Friedrich von Connection e.V., einer Organisation, die sich international für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer einsetzt. Und hier zu meiner Linken Cemal Bozoğlu, auf den auch teilweise die Idee zurückgeht, diese Veranstaltung doch jetzt endlich mal zu machen, weil es relativ viele Geflüchtete aus der Türkei gab oder gibt seit einigen Jahren und darunter eben auch nicht wenige, die gesagt haben, für diese Türkei will ich nicht in den Krieg ziehen, lieber verweigere ich den Kriegsdienst und die dann wegen der Konsequenzen, die das hat, über die wir heute ausführlich reden werden, auch die Türkei flüchten mussten. Das sind meine Gäste heute Abend. Wir haben beschlossen, dass Rudi Friedrich vielleicht mal kurz beginnt, um zu umreißen, worum es geht heute in der Sendung, worum es geht, wenn wir Kriegsdienstverweigerung und Türkei sagen. Ja, eigentlich geht es heute um zwei Themen. Das eine ist Kriegsdienstverweigerung und Asyl. Ich kann das vielleicht für uns von Connection erzählen. Wir arbeiten seit 30 Jahren zu diesem Thema. Und wir hatten in den 80er Jahren, also vor knapp 40 Jahren, damit angefangen, auf internationaler Ebene Kriegsdienstverweigerer und Deserteure zu unterstützen. Und dann ist uns aufgefallen, Mensch, da gibt es auch welche, die hier nach Deutschland kommen oder auch nach Europa und Asyl beantragen. Das war zu der Zeit überhaupt kein Thema. Und dann in den 90er Jahren mit den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien wurde das immer deutlicher. Da sind ja ganz viele, 200.000, 300.000 nach Deutschland gekommen. Ganz viele Deserteure, die auf den verschiedenen Seiten nicht mitkämpfen wollten. Und das ist so das eine Thema, was sehr oft unterschätzt wird, dass Kriegsdienstverweigerer und Kriegsdienstverweigerinnen gerade aus Ländern kommen, in denen Krieg geführt wird. Und das sind diejenigen, die sich gegen eine Teilnahme am Krieg entscheiden, die mit ihrer Handlung, mit ihrer Entscheidung zu desertieren, abzuhauen, sich dem Militärdienst zu entziehen, eine andere Stimme geben gegen den Krieg. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, wie sieht es denn eigentlich in der Türkei aus und wie ist die Situation von Kriegsdienstverweigerern in der Türkei? Und da ist ein bisschen der Hintergrund auch, dass es in der Türkei sehr wohl Hunderte von Kriegsdienstverweigerern gibt, nach unserer Schätzung etwa 1.000, die dort auch öffentlich ihre Kriegsdienstverweigerung erklärt haben, deren Situation sehr prekär ist, sehr schwierig ist. Wir werden das heute ja noch thematisieren. Und es gibt für diese Kriegsdienstverweigerer einen Verein für Kriegsdienstverweigerung in Istanbul, Vicdani Red Deni, der dort sehr aktiv ist und gerade im letzten Jahr sehr viel auf die Beine gestellt hat. Da können wir dann sicher auch noch mal dazu kommen. Und
Dieses beides verbinden wir heute. Die Frage Kriegsdienstverweigerung und Asyl am Beispiel der Türkei. Und besonders erfreut bin ich darüber, dass wir zwei Kriegsdienstverweigerer aus der Türkei hier haben, den Ono und den Beran. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass Kriegsdienstverweigerer öffentlich auftreten, aufgrund der Repressionen, die sie zu befürchten haben. Und deswegen bin ich ganz glücklich, die beiden heute dabei zu haben. Ja, Rudi, vielen Dank. Ich möchte jetzt vielleicht zunächst mal die Frage an Beran stellen. Beran, du hattest zunächst auf deinen Asylantrag eine Ablehnung des Bundesamtes bekommen. Ja, diese Ablehnung war schon auch ein Ausdruck, wie man im Bundesamt, wie Entscheider des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge die Situation sehen. Ja, dass sie einen besonderen Blick haben auf die Situation von Kriegsdienstverweigerern in der Türkei. Könntest du mal erklären, wie das auf dich gewirkt hat, diese Erklärungen des Bundesamtes, weshalb du in Deutschland keinen Schutz brauchst, sondern auch in die Türkei zurückgehen könntest? Öncelikle merhaba herkese tekrardan. İsmim Beran Mehmet. Ich grüße alle. Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland und lebe in Augsburg. 6 Monate nachdem ich meinen Asylantrag gestellt habe, erhielt ich vom Bundesamt eine Ablehnung. Mein Rechtsanwalt legte dagegen eine Klage ein. Bana verilen red metnini çeviri halinde okuyamamıştım. Ich konnte das Schreiben aufgrund meiner damaligen Situation nicht gleich übersetzen lassen. Erst später hatte ich dazu die Möglichkeit. Und dann konnte ich verstehen, was da stand. Ich begriff, dass da teilweise Sachen standen, die ich gar nicht gesagt habe. Auch die Begründung war sehr seltsam. Nihayetinde bu dosya benim ismimin geçtiği bir dosya, beni ilgilendiren bir dava. Daraufhin bereitete ich eine Stellungnahme zu meiner Ablehnung vor. Bu red metnine bir cevap metni hazırladım. Die schickte ich zu meinem Anwalt, der sie dann weiterleitete. In meiner Stellungnahme bin ich Satz für Satz auf die Ablehnung eingegangen und zeigte auf, wo sie Fehler gemacht haben. Hızlı bir şekilde bir karamsarlığa bürünmedim, mücadele etmeye karar verdim. Trotz der Ablehnung war ich nicht pessimistisch. Ich entschloss mich vielmehr, mir Unterstützung von Rudi und von Connection e.V. zu holen. Metnine verdiğim cevaptaki gerekçelerimi aynı şekilde mahkemede de hakime sundum. All das, was ich zur Entscheidung des Bundesamtes geschrieben hatte, brachte ich auch mündlich der Richterin im Verwaltungsgericht vor. Ich hatte zunächst den Eindruck, dass sie die Tendenz hatte, mich abzulehnen. Daher ging ich noch einmal auf meine Gründe ein. Anscheinend hat das dann ausgereicht, dass mich das Verwaltungsgericht anerkannt hat. Nun habe ich Asylanerkennung und kann in Deutschland bleiben. Ja, herzlichen Glückwunsch für das Asyl, das ihr doch noch erkämpft habt. Rudi, ist das Standard, dass das Bundesamt versucht,
Fluchtgründe klein zu reden, wenn es sich um türkische Kriegsdienstverweigerer handelt? Ja, dummerweise ist der Grundsatz des Bundesamtes, aber auch der Gerichte der, dass jeder Staat das Recht hat, eine Wehrpflicht zu haben und diese auch durchzusetzen. Der türkische Staat hat eine Wehrpflicht und ihm wird es deshalb grundsätzlich erstmal zugestanden, diese Wehrpflicht auch durchzusetzen. Und wer der Wehrpflicht nicht nachkommt, der, so das Bundesamt, darf bestraft werden. Insofern ist die Strafverfolgung von Kriegsdienstverweigerern nicht flüchtlingsrelevant. Und das Bundesamt erklärt dann auch, wie die anderen Gerichte erklären auch, das gilt selbst dann, wenn es um Kriegsdienstverweigerung geht. Insofern erleben wir ganz, ganz oft, dass Kriegsdienstverweigerer aus den verschiedensten Ländern und Kriegsdienstverweigerinnen abgelehnt werden, genau mit dieser Standardbegründung. Es wird gesagt, dass es eine zusätzliche Verfolgung geben muss, aufgrund politischer Aktivitäten oder dergleichen mehr. Erst dann könnte ein flüchtlingsrechtlicher Schutz in Frage kommen. Wir halten das für vollkommen verkehrt, denn letztlich führt die Praxis des Bundesamtes und der Gerichte ja dazu, dass Kriegsdienstverweigerer und Kriegsdienstverweigerinnen, die in den Verfahren abgelehnt werden, dann den Kriegsherren wieder ausgeliefert werden. Also es wird den Kriegen praktisch das Menschenmaterial wieder zugeschoben. Das ist eine verheerende Situation. Und mit dieser Frage müssen sich hier Kriegsdienstverweigerer immer auseinandersetzen, die aus anderen Ländern kommen und Asyl suchen. Dass Behran anerkannt worden ist, ist erstmal ein Einzelfall, auch wenn es andere Fälle gibt, wo das auch passiert ist. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass sein Verfahren sehr gut vorbereitet worden ist von ihm selber. Er hat es ja schon geschildert, auch vom Rechtsanwalt. Und dass es bei der Türkei noch aufgrund der speziellen Situation in der Türkei und aufgrund von Gerichtsurteilen auf europäischer Ebene dann doch noch eine Tür gab, um diesen Flüchtlingsschutz zu erhalten. Das ist aber tatsächlich etwas Besonderes. Ja, danke. Das werden wir jetzt vielleicht auch am Beispiel von UNRWA noch mal zu hören kriegen. UNRWA ist noch im Asylverfahren, ist nicht anerkannt, hat vermutlich einfach die gleiche Situation beim Bundesamt, hat aber auch eine längere Geschichte der Verweigerung, der immer wieder erfolgten Inhaftierung, des immer wieder neu erhobenen Aufforderung, die Uniform anzuziehen und zum Dienst zu kommen, der sich immer wieder verweigert hat, immer wieder mit neuen Haftstrafen, mit Folter, mit Misshandlungen. Könntest du diese Situation vielleicht mal schildern, wie du dazu gekommen bist, den Kriegsdienst zu verweigern und was die Konsequenzen waren dann? Ich möchte damit anfangen, warum ich zum Militärdienst gegangen bin. Sırf anneme zarar gelmesin diye benim yüzümden onu tutuklamasınlar diye gittim aslında. Eigentlich hatte ich mehrere Gründe, mich dem Dienst zu verweigern. Sonuçta orada elimize çiçek vermiyorlar, silah veriyorlar. Man drückt einem ja nicht Blumen in die Hand, sondern Waffen. Ya onun haricinde silahın olduğu şiddetin wo Gewalt herrscht, wo es Waffen gibt, kann man überhaupt nicht von einer Meinungsfreiheit reden. Yani bir insan nasıl ifade özgürlüğünden bahsedebilir ki? Man bringt uns bei zu sterben bzw. zu töten. Sonuçta bize ölmeyi, öldürmeyi. Aber ich wollte nicht, dass meine Mutter unter meiner Entscheidung leidet, dass man sie festnimmt. Deswegen bin ich gegangen. Askerlik hayatında şunu da öğrendim ki ölümden daha kötü anlar da varmış. In der Armee habe ich verstanden, dass es Dinge gibt, die schlimmer sind als der Tod. Anladım ki
aslında bizi bir kurban olarak görüyorlarmış. Nachdem ich mich dort verweigerte, begriff ich, dass man uns nur als ein Opferlamm betrachtet. Kimileri vatana kurban olarak görüyor, kimileri de İslam'a kurban olarak görüyor. Wir sollen ein Opfer bringen, auf der einen Seite für das Vaterland, auf der anderen Seite für den Islam. Yani sonuçta bizi askere çağırdıklarında henüz 18-19 yaşlarındayız. Man ist 18 oder 19 Jahre alt, wenn man angezogen wird. Ya bu yaşlarda insanlar genellikle hayat dolu. In diesem Alter ist man voller Leben. Ya ama sizi bu yaşta devlet alıp ölmeyi ve öldürmeyi. Aber der Staat zieht einen ein und bringt einem bei, wie man sterben kann und töten soll. Ja, içinize nefret aşılıyor. Uns wurde beigebracht, andere zu hassen. Ja, bize barışı değil, savaşı öğretiyorlar sonuçta. Uns wurde nicht der Frieden nahegebracht, sondern der Krieg. Bir insanın sadece yani bu sadece silah elimize zorla silah vermeleri bile bir insanın allein die Tatsache, dass einem der Militär zwangsweise eine Waffe in die Hand gedrückt wird, ist ein ausreichender Grund, dem Kriegsdienst zu verweigern. Ya başka sormak istediğiniz soru var mı? Wenn ihr weitere Fragen habt, gehe ich gerne darauf ein. Ja, du hast gesagt, du bist wegen, damit deine Mutter keinen Ärger bekommt, keine Repressalien erleidet, bist du zum Militärdienst gegangen. Wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht es? Aslında o kadar çok şey yaşadım ki. Im Grunde habe ich mehrere Sachen im Militärdienst erlebt. Yani hangisinden bahsetsin bilemiyorum. Durduk yere. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin auch zu einer Strafe verurteilt worden. Yani bir defasında durduk yere ceza aldım da o ceza aldığım zaman. Als die ausgesprochen wurde, hatte mir der Kommandant gesagt, wenn du einen Befehl bekommst, musst du diesen befolgen, egal was für ein Befehl das ist. Du darfst ihn nicht in Frage stellen. Ondan sonra dinlediğimiz şarkı bile sorun oluyordu dinlediğimiz şarkılardan. Ich war mit einigen der anderen Soldaten öfter zusammen. Aber alles, was wir taten, wurde als Problem angesehen. Ondan sonra ben silah almak istemediğim. Die Lieder, die wir hörten, die Sprache, die wir sprachen. Und immer wenn ich die Waffe in die Hand nehmen sollte, wurde Druck auf mich ausgeübt und mir die Waffe mit Gewalt in die Hand gedrückt. Yani tamamen şiddete dayalı bir sistem. Kesinlikle. Es ist ein System, das auf Gewalt beruht. İfade özgürlüğü. Es gibt dort keine Meinungsfreiheit. Yok. Robotsun. Sana denileni. Man ist wie ein Roboter. Man muss den Befehl befolgen und hat keinerlei Spielraum. Wenn man sterben soll, muss man sterben. Wenn man töten soll, muss man töten. Ondan sonra herkes bizim düşmanımız. Hiç bizim dostumuz yok. Es wird einem beigebracht, dass alle unsere Feinde sind. Ja, onlara göre Allah'ın Tanrı'nın bir ordusu var. O ordu da Türk ordusudur ve biz de Sie sagen, Allah hat eine Armee und das ist die türkische Armee. Du musst ein Teil davon sein. Ya eğer biz buna karşı çıkarsak Tanrı'ya karşı çıkmış oluyoruz. Wenn wir uns dagegen stellen, bedeutet das für sie, dass wir uns gegen Gott stellen. Sie sagen, wir sind als Soldaten
als Türken und als Moslems zur Welt gekommen. Wir hätten keine andere Wahl. Wir müssen uns opfern. Das dürfen wir nicht hinterfragen. Yani askerliği yapmamak için binlerce sebep var bence. Es gibt tausende Gründe, keinen Militärdienst abzuleisten. Ben şöyle görüyorum. Für einen Menschen gibt es zwei Alternativen auf dieser Welt. Entweder entscheidet man sich dafür, ein Mensch zu sein. Bir insan ya insan olmayı seçer ya da asker olmayı seçer. Oder man entscheidet sich dafür, Soldat zu sein. Yani asker olan bir insan bence insan olamaz. Jemand, der sich dafür entscheidet, ein Soldat zu werden, kann nicht mehr Mensch sein, weil ihm alle seine menschlichen Gefühle genommen werden. Ja, bu konuda Alman yazar Remarque'ın bir örneğini vermek istiyorum. Ich möchte ein Beispiel von Erich Maria Remarque geben. Ja, Remarque bir yazısında, bir kitabındaki yazısında şöyle dedi. Ja, bir insan savaşta kimse sağ çıkmaz dedi. In einem Buch schreibt er, aus dem Krieg kommt niemand heil zurück. Entweder ist man körperlich tot oder man ist seelisch tot. Bence benim vicdanlet hayatı boyunca gördüğüm bir insan asker olduğu anda zaten ruhen ölmüştür. In der ganzen Zeit, in der ich mich weigerte, den Kriegsdienst zu leisten, sah ich, dass jemand, der sich damit abfindet, Soldat zu werden, seelisch tot ist. Abfindet, ein Soldat zu sein, ist seelisch tot. Ki benim üzerimde hayatım boyunca iyileşmeyecek yaralar açtır. Hayatım boyunca belki de düzelemeyecek psikolojik sorunlarım var, yaşıyorum. All das hat bei mir tiefe Spuren hinterlassen, mit denen ich wahrscheinlich lebenslang zu kämpfen habe. Ya, hayat dolu bir insanken beni öyle bir hale getirdiler ki ölmek benim için bir kurtuluş oldu. Ich leide psychisch darunter. Damals war ich voller Lebenslust. Aber man hat mich dazu gebracht, dass ich fast den Tod gewählt hätte. Ja, en çok zoruma giden de annemle babamın beni devlete feda etmesi. Am schlimmsten fand ich, dass mich meine Eltern praktisch dem Staat als Opfer angeboten haben. Anne babalar çocuklarını böyle devlete kurban olarak sundukları zaman. Wenn Eltern ihre Kinder auf diese Weise dem Staat zur Verfügung stellen, dann kann der Staat mit den Kindern alles machen. Er kann sie im Krieg einsetzen, im Gefängnis stecken. Ja, böyle bir durumda, böyle bir sisteme de karşı çıktığın zaman. Wer sich gegen dieses System wehrt, wird als Straftäter behandelt. Ja, öyle bir sistem oluşturmuşlar ki. Öldüren insanlar, katil insanlar kahraman olmuş. Buna karşı. Es ist ein System, in dem diejenigen, die andere Menschen töten, als Helden gefeiert werden. Und diejenigen, die sich dagegen stellen, als Verräter und als Terroristen angesehen werden. Düşünsenize ki bugün askere giden bir insana, asker olan bir insana. Niemand fragt, warum gehst du zum Militär? Askere giden bir insan ne için gider? Öldürmeyi ve ölmeyi öğrenmek için gider. Schließlich lernt man dort Gewalt. Lernt man, wie man tötet, dass man getötet werden kann. Ama onlara kimse sormaz, neden gidiyorsun diye. Aber keiner fragt, warum gehst du zum Militär? Ama bir kişi askerlik yapmayı reddettiğinde bu şiddet dolu sisteme karşı çıkıyor. Aber wenn sich jemand dagegen wehrt, zum Militärdienst zu gehen,
wird er gefragt, warum verweigerst du dich dem Militärdienst? Als ob er etwas gemacht hätte, was nicht normal ist. Ja, Militarismus öyle bir insanların üzerinde. Die Menschen werden vom Druck des Militarismus beherrscht. Bir insanın şiddet ortamını, ölümü ve öldürmeyi reddetmesi kadar doğal, haklı bir durum olabilir mi? Dabei gibt es nichts Natürlicheres, als dass jemand ablehnt, zu töten und zu sterben. Ama bunu bize hak olarak görmüyorlar. Böyle bunu yaptığımız zaman... Aber das wird in der Türkei nicht als recht anerkannt. Daha doğrusu, wer Christenverweigerer ist, wird als nicht normal angesehen. Ölümü ve öldürmeyi reddetmeyi bize hak olarak görmüyorlar. Wer es ablehnt, sich zu opfern und andere zu töten, dem wird das Recht dazu abgesprochen. Okay, vielen Dank, Onur, für diese eindrucksvolle Schilderung. Cemal, ist das auch deine Erfahrung, dass es eine große Selbstverständlichkeit geht, dass alle Männer zum Militär müssen, dass die sagen, nee, warum? Ja, ich will nicht, dass die dann eben auch sozialem Druck ausgesetzt sind, seitens der Familie, seitens der Freunde, wo es dann heißt, hey, spinnst du? Ja, mach das doch. Und was weigerst du dich da? Ist das auch deine Erfahrung, dass das einfach so eine vorherrschende Haltung ist? Ja, dass wir die ganze Problematik ein bisschen besser verstehen, möchte ich vielleicht mal die Grundgedanke oder Gründungsgedanke der türkischen Staat einfach mal so kurz darstellen. Türkische Staat wurde ja eigentlich von Soldaten gegründet. Das heißt, nach dem Befreiungskampf 1319 und dann 2023 wurde der Staat gegründet, direkt von dem Soldaten. Das heißt, Kemal Atatürk war ja eigentlich ein General und der ist auch der Staatsgründer. Und danach aufgebaute Staatssystem und auch entsprechend auch Erziehungs- und Bildungssystem hat sich auf diese Grundgedanke eigentlich aufgebaut. Das heißt, wenn Onur hat jetzt zwischen gesagt, es wird so dargestellt, jeder Mensch oder jeder Mann wird als Soldat geboren in der Türkei. Das ist ein Spruch. Jede Türke wird als Soldat geboren. Und auf diese Grundgedanke lernt man auch in dem Bildungssystem. Und deshalb zum Beispiel, es gibt auch in der Grundschule sogar, es gibt ja vor der Schule, vor dem Schulbeginn, gibt es ja eigentlich Gesang, wo die Kinder sich eigentlich auf dem Beschwören, auf dem Einigkeit, auf den Staat und so weiter. Und auch so fast so militärische Ausbildung beginnt eigentlich von Grundschulalter. Und mir ist jedenfalls mal nicht bekannt, kein anderes Land bekannt, wo der Soldaten zum Wehrdienst mit Tänze, Feierlichkeiten geschickt wird. Das heißt, wenn der Soldat an dem Tag, wo der Soldat sich an dem Armee sich anmeldet oder jedenfalls begeht zu dem Kaserne, bringen seine besten Kumpels, Freunde, Familienangehörige tanzend ihn zum Bushaltestelle und von dort aus wird auch mit Tanzen, Gesänge wird eigentlich verabschiedet. Und das zeigt eigentlich, dass er eigentlich diese militaristische Denkweise ist eigentlich fast DNA des Gesellschaftes. Und wenn jemand natürlich hier außer der Reihe tanzt und sagt, eigentlich, das ist nicht nach meiner Vorstellung, meine Lebensart, so will ich nicht leben, ist natürlich massiv geächtet und unter Druck gesetzt. Und das erleben eigentlich in der Türkei, diese Vicdani-Rechtler, Kriegsdienst oder Militärdienstverweigerern oder Waffendienstverweigerern, die haben wahnsinnig schwer. Die werden von jeden Fall rechtlich massiv unter Druck gesetzt. Erste Strafmaßnahme ist eigentlich Geldstrafe.
Und wenn man das nicht zahlt oder sich dagegen weigert, und dann kommt eigentlich der danach kommende Repressalien. Und wenn man auch die Verweigerung weiterführt, dann wird eigentlich aus dem gesellschaftlichen Leben isoliert. Das heißt, dürfen sie keine Konto mehr eröffnen, dürfen sie sich nicht mehr eigentlich diese staatliche Dienststellen einfach bedienen lassen. Das heißt, die werden ziemlich geächtet und isoliert und das Leben so schwer gemacht. Die nennt man auch teilweise lebende Toten. Das heißt, die leben, aber verhalten sich fast wie die Toten, dass sie nicht auffallen, dass sie nirgendwo erwischt werden, nicht nirgendwo getroffen werden. Und dadurch verstehe ich die Entscheidung der BAMF hier nicht. Das ist eigentlich eine politische Repressalie, das ist eigentlich politische Verfolgung. Wie man sowas als nicht politische Verfolgung sehen kann, das verstehe ich nicht. Da gibt es eigentlich vom BAMF bezüglich der Geflüchteten aus der Türkei so fragwürdigere Entscheidungen in der Richtung schon häufig. Und da eine Veränderung brauchen wir jedenfalls. Jedenfalls Kriegsdienstverweigerer aus der Türkei gehören zu dem eigentlich in dem Asylbereich. Die Menschen eigentlich hier Flucht, zu Flucht finden können nach unserem Asylrecht, ist ja, sollte auch gedeckt sein. Das heißt, die haben kein Verbot, dass sie nach Ausland reisen dürfen. Aber wenn sie in den deutschen Konsulat gehen, die müssen ja einen Visumsantrag stellen, dann wird eigentlich ihre finanzielle Situation angeschaut. Aber wenn sie nicht mal Konto öffnen dürfen, dann können sie auch keine Angaben über die finanzielle Lage machen. Und dadurch zum Beispiel ist sofort eigentlich ein Visum zu bekommen, nach Ausland zu gehen, ist nicht mehr möglich. Und deshalb verstehe ich dieses Verhalten der BAMF nicht. Und da brauchen wir eigentlich dringende Veränderung. Jedenfalls Beran und Onur sind zwei Beispiele. Aber es gibt in der Türkei schon hunderte Menschen, die momentan ihn sehr schwer haben, die aus religiösen Gründen den Wehrdienst nicht machen wollen, aus Grund der ihre humanistische Sichtweise, dass sie keinem Mensch wehtun wollen und die den Kriegsdienst sich verweigern, auch Gewissensgründen, aber auch politische Gründe, dass man einfach hier, bis eigentlich ein rechtlicher Raum dafür gibt in der Türkei, muss eigentlich das Asylrecht hier gewährt werden. Ja. Beran, bei dir, wenn ich mich richtig entsinne, war auch das ein Thema, dass du nicht wolltest, dass du gegen Kurden kämpfen musst, dass du irgendwie im Inland irgendwie dich daran beteiligst, Landsleute zu unterdrücken. Ben bunu BANF'la olan ilk görüşmemde de dile getirmiştim, dile getirdiğim. Das habe ich auch bei der Anhörung im Bundesamt zur Sprache gebracht. Benim askere gitmemem çeşitli dini, felsefi, siyasi. Ich habe politische, persönliche Gewissensgründe für meine Verweigerung. Az önce Onur'un dediği gibi bunun binlerce nedeni var. Wie Onur schon sagte, gibt es tausend Gründe dafür. Ich wollte nicht, dass ich in der Türkei als Soldat im Nordsyrien oder Nordirak in den kurdischen Dörfern eingesetzt werde und dort Kinder umbringen muss. Das ist einer von vielen Gründen für mich, warum ich den Militärdienst verweigere. In der Türkei gibt es einfach Regionen, in denen es brennt. Das sind die Grenzgebiete zum Irak, teilweise auch zum Iran und Syrien. Nach der Gründung der türkischen Republik hatten damals die Engländer diese Grenzen gezogen. Es sind die Grenzen der modernen Welt. Dabei gibt es im Nordsyrien und Südosten der Türkei Menschen, die miteinander verwandt sind. Das ist eine geografische Realität. Die in der Türkei leben, sind damit konfrontiert, dass sie Militärdienst ableisten sollen.
Dabei stehen die Kurden an der ersten Stelle derer, die getötet werden. Der wichtigste Grund, der mich dazu gebracht hat, meine Christenverweigerung zu erklären, war die Straßenkämpfe in der Stadt Cizre. Ich habe dort, wie alle anderen, erlebt, wie Menschen an gepanzerten Fahrzeugen gefesselt und durch die Straßen geschleift wurden. Ältere Frauen konnten die Leichname ihrer Angehörigen nicht von der Straße holen, wo sie tagelang misshandelt wurden. Das war für mich der wichtigste Grund. Daneben gibt es noch viele weitere Gründe für meine Verweigerung. Ja, danke. Cemal, du hast eben gesagt, das ist geht zurück auf Kemal Atatürk, auf die starke Rolle, die die Militärs auch über die Geschichte, durch die Geschichte hindurch in der Türkei gespielt haben. Hat sich jetzt mit Erdogan, hat sich da irgendwas geändert? Es gab ja die Gezi-Proteste, es gab eben auch eine Protestbewegung, ich weiß nicht, ob man linke Bewegung sagen kann, aber jedenfalls irgendwie eine, die an einen Aufbruch der Türkei glaubte. Es gab aber auch eben so eine Art religiöse und auch nationale Erneuerung oder Nationalisierung, die Erdogan in den letzten Jahren durchgesetzt hat und immer stärker gemacht hat. Spielt es da eine Rolle? Ja, es war nochmal Erdogans Zeit, Regierungsphase, muss man in zwei Ebenen teilen. Eine Teil von 2002 bis 2010, das ist natürlich auch der Phase, wo der nach Europa Signale gesendet worden ist, auch diese Bestreben, EU-Mitglied zu sein, Fahrt genommen hat, und man hat versucht, das türkische Rechtssystem, europäische System anzupassen. Da gab es schon Hoffnungen in verschiedene Ebenen, dass die Türkei sich demokratisiert, dass die Türkei mehr Richtung Westen bewegt und auch die Rechtsnorm auch anpasst. Auch dazu zum Beispiel auch diese Kriegsdienstverweigerung, auch den Verständnis der Gewichtung der Militärs bei dem Regieren in dem Land. Aber dann hat sich 180 Grad gedreht, nachdem der Erdogan das Gefühl bekommen hat, jetzt habe ich mehr als 50% die Bevölkerung hinter mir. Jetzt habe ich allein Macht auf dem ganze Gesellschaft. Dann hat sich der Politik vollkommen gewandelt und immer mehr ein autoritäres System gewandelt. Und jetzt haben wir ein Regime, wo der Rechtssystem nicht mehr funktioniert, wo die Justiz nicht funktioniert, wo Parlament nicht mehr Parlamentsaufgabe erfüllen kann. Gewaltenteilung gibt es nicht mehr. Erdogan regiert fast per Dekret ganze Land. Und diese massive autoritäre System, sich wandelnde Gesellschaft, wird auch sehr stark mit religiösen und ultranationalen Motiven die öffentliche Stimmung gemacht. Und das prägt momentan das ganze Land. Und das ist eigentlich der Hauptproblem. Türkei hat sich jetzt die letzten 10 Jahre hat sich mehr eher zurückbewegt als wie, ich sag's mal so, vor 50, 60 Jahren. Und das ist eigentlich eine Phase, wo wieder ein Widerstand in der Türkei wächst. Mehrheit der Bevölkerung ist mit dem Entwicklung nicht einverstanden, das kann man sagen. Das hat auch die Kommunalwahlen in der Türkei gezeigt. Und ich erhoffe, dass in der Türkei eine Veränderung, wenn es natürlich Idealfall mit der Wahlen möglich ist, aber wir sind momentan in der Phase, wo der Zuspitzung immer mehr sich weiter erhöht und auch, dass die Lage auch eskalieren kann. Und das ist eigentlich die Gefahr. Und deshalb, ich werde sagen,
meine Wunsch, Hoffnung, dass eigentlich durch meine Wahl diese jetzige Regierung abgewählt wird und eine demokratische politische Mehrheit in der Türkei versucht, das Land wieder in Lot zu bringen und wieder eine Entwicklungs-, eine Richtung bringen, dass das Land sich wieder, ich sag's mal so, mehr Menschenrechte, mehr demokratische Grundordnung wieder hergestellt wird, in der Richtung sich entwickelt. Aber ist es wirklich momentan, diese kommende Jahr oder eineinhalb Jahr wird entscheidend sein für die Türkei, für die weitere Entwicklung? Jetzt gibt es in dieser ganzen schwierigen Situation, gibt es trotzdem in Istanbul einen Verein, der sich für Kriegsdienstverweigerer einsetzt. Wie ist die Situation? Unter welchen Bedingungen, also wie können Sie arbeiten unter solchen Bedingungen? Ja, es gibt in der Türkei, ich sage mal so, viele Vereine. Also totales Verbot ist momentan nicht da. Man lässt einfach schon Existenzmöglichkeit, aber schafft man so einen engen Raum, wo sie sich nicht mal breit bewegen können. Und das ist eigentlich die Taktik der jetzige System, dass sie dann einfach nach Westen immer noch sagen, man kann die Vereine gründen, LGBT kann den Verein, eigene Verein gründen, Kriegsdienstverweigerer haben ihr Verein, was wollt ihr denn? Aber den Raum, den man ihnen an mich anbietet, so klein, dass sie sich einfach gesellschaftlich nicht artikulieren können, entwickeln können und eine kleinste Bewegung, massive Unterdrückung gestoppt oder verhindert wird. Zum Beispiel die LGBT-Aktivistinnen, es gibt ja die Jahresaktionstage und wie Christopher Street Day, was wir hier haben. Und bei diesen Tagen wird zum Beispiel Kundgebungsverbot erteilt, Demonstrationsverbot erteilt. Das heißt, dann gibt man keinen Bewegungsraum, auch bei dem Kriegsdienstverweigerer auch. Ich meine, da gibt es den Verein, wird es nicht verboten, weil dann ist es ja offen alles, diese offene Repressalie so sichtbar. Aber jeder Einzelne, die sich als Kriegsdienst verweigern, macht man das Leben so schwer, dass sie dann entweder aufgeben oder das Land verlassen oder dass sie dann unter massive Repressalien ihre Leben führen müssen. Und das ist eigentlich auch in viele Ebenen so. Journalismus, Freijournalismus ist nicht möglich. 90% der Medien gehört zum Erdogan und seinem Umfeld und 10% ist möglich, so von der Opposition. Aber der Verhältnis stimmt nicht mehr. So gehen sie nicht im ganzen gesellschaftlichen Bereich so vor. Rudi, aber trotzdem ist der Verein doch Ansprechmöglichkeit für Leute, die Kriegsdienst verweigern oder das überlegen, oder? Spielt er eine wichtige Rolle da? Ja, er ist Ansprechpartner und macht das auch auf den sozialen Medien, mit einer eigenen Webseite und anderen Dingen mehr. Und die hatten auch eine wunderbare Idee. Da komme ich gleich noch zu einer kurze Ergänzung zum Cemal. Was man im Verein sehr gut sehen kann, den gibt es jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Und die haben immer Aktionen gemacht, nicht nur zum Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung, sondern auch ansonsten. Die haben in Istanbul Demonstrationen organisiert, die waren auch in Diyarbakir, um da Aktionen zu machen. Und seit 2016, nach dem versuchten Putsch und dann praktisch der verschärften Situation unter Erdogan, können sie das nicht mehr. Es gab dann Strafverfahren, zum Beispiel gegen die Co-Vorsitzende Merve Akun, weil sie sich öffentlich geäußert hatte. Das heißt, es werden öffentliche Äußerungen unter Strafe und mit Strafverfahren belegt. Und immer wenn wir sie fragen, wie ist das denn, können wir das denn machen, wie weit können wir denn gehen in der Öffentlichkeitsarbeit, sagen sie, ja, das können wir machen, aber es kann sein, dass morgen Schluss ist, weil wir verhaftet werden, weil es ein Strafverfahren gibt, ist immer dieses Damoklesschwert dieser Strafverfolgung da. Und das bestimmt die politischen Aktionen. Das heißt, die können nicht einfach frei arbeiten. Und das macht natürlich viel mit so einer politischen Arbeit.
Jetzt haben Sie sich ja trotzdem was ausgedacht und haben dann überlegt, wie können wir denn die Situation der Kriegsdienstverweiger in der Türkei wirklich thematisieren, und dann haben Sie einen Fragebogen entwickelt und den breit auf den sozialen Medien rumgeschickt. Und da können Kriegsdienstverweigerer oder Militärdienstentzieher, die in der Türkei leben oder auch außerhalb, so ein paar Fragen beantworten. Wie ist denn die Situation? Und unter welchen Bedingungen muss ich denn leben? Und da haben sie um die 80 Antworten bekommen. Und mit diesen Informationen arbeiten sie jetzt. Ja, das heißt, es wird dargestellt, das, was der Cimal ja schon erwähnt hatte, wie ist die Situation, und dann gibt es aber ganz konkrete Fälle. Der Kamil Murat Demir, der als Journalist arbeitet und schon 50 Mal auf der Straße verhaftet wurde, und er wurde dann festgestellt, er hat den Militärdienst nicht geleistet, dann hat er 17 Strafverfahren bekommen, die immer noch anhängig sind. Oder Ersin Ölgün, ein Zeuge Jehovas, der 17 Verfahren hat. Oder ein anderer Kriegsdienstverweigerer, dem die Arbeit gekündigt worden ist, weil der Arbeitgeber niemand beschäftigen darf, der den Militärdienst nicht geleistet hat. Und all diese Sachen kommen über diesen Hebel, dass der Verein gesagt hat, ah, wir machen mal so einen Fragebogen und lassen uns das mal schildern. Die kommen da raus und machen das viel plastischer, was tatsächlich mit den Kriegsdienstverweigerern passiert. Es ist eben nicht nur die Drohung mit der Strafverfolgung, die so nicht mehr stattfindet, die hat früher viel öfter stattgefunden, sondern es ist vor allen Dingen die Einschränkung des alltäglichen Lebens. Also sie können sich praktisch nicht mehr frei bewegen, sie können nicht arbeiten, sie können kein Konto öffnen, können ihre Kinder nicht anerkennen, sie können nicht ins Ausland reisen. Und so jemand wie Osman Murat Ölke, einer der ersten Kriegsdienstverweigerer aus Mitte der 90er Jahre, ist immer noch in dieser Situation, auch heute noch, 25 Jahre danach. Er kann seinen Sohn nicht anerkennen. Er kann nicht wirklich frei arbeiten. Und all diese Geschichten. Und das in seinem Fall, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Fall ganz klar gesagt hat, das ist nicht rechtens. Das muss geändert werden, seit 25 Jahren. Und das geht den anderen eigentlich genauso. Und ich sag mal, da ist es natürlich toll, dass es Leute gibt im Verein für Kriegsdienstverweigerung, die das aufgreifen, das versuchen umzusetzen und nochmal an die europäischen Gremien zu bringen und auch so plastisch zu bringen. Das ist wirklich toll, dass Sie diesen Mut dazu haben und da Sie ja wirklich unter dem Risiko auch der eigenen Strafverfolgung stehen. Aber wie viel Öffentlichkeit in der Türkei erreichen Sie damit? Ist das? Ja, das ist natürlich insofern ein bisschen schwierig, weil die türkische Presse sehr stark gleichgeschaltet ist, also in extremer Weise, und trotzdem gibt es an bestimmten Punkten dann eine Berichterstattung darüber, vor allen Dingen natürlich in sozialen Medien, aber auch in noch freien Medien, die das noch aufgreifen. Aber es ist deutlich schwieriger geworden. Also es war vor 6, 7, 8 Jahren viel noch einfacher, wenigstens das Thema Kriegsdienstverweigerung unter bestimmten Situationen unterzubringen. Das ist einfach schwierig geworden. Onur, du hast auch irgendwann entschieden, die Türkei zu verlassen. Erst, glaube ich, über Zypern und dann bist du nach Deutschland gekommen. War das auch die Konsequenz, dass du in der Türkei eigentlich nichts mehr machen konntest, keine Zukunft mehr hattest, dass du dann entschieden hast, du musst die Türkei verlassen? Ja, wenn Türkei Yunanistan üzerinden değil, Sırbistan üzerinden geldi. Ich bin über Serbien nach Deutschland gekommen. Ja, Türkiye'de zaten hiçbir zaman yaşama hakkım olmadı askerliği reddettikten sonra, ama yine de ben mücadele ediyorum. Weil ich den Militärdienst ablehnte, hatte ich nicht mehr die Möglichkeit, in der Türkei zu leben. Açıkçası bir insan olarak artık bir çöküş yaşadım. Hiç dayanacak gücüm. Ich habe mich lange mit der Situation auseinandergesetzt. Für mich war es so, dass ich in der Türkei keine Chance hatte zu überleben und daher die Türkei verlassen musste.
So konnte ich mein Leben nicht mehr fortführen. Devletin baskısı bir yandan. Auf der einen Seite gab es den Druck des Staates, auf der anderen die Isolierung in der Gesellschaft. Beides zusammen führte zu einer extrem schwierigen Situation. Türkiye benim için dünyadaki bir cehennem desem yanlış olmaz, abartmış olmam yani. Wenn ich sage, die Türkei war die Hölle, dann ist das keine Übertreibung. Ja, bir daha o cehenneme de kesinlikle dönmek. Ich möchte nicht in diese Hölle der Türkei zurückkehren. Ich möchte dort nicht einmal begraben sein. Ich habe in der Türkei als Mensch keinen Frieden gefunden. Zumindest mein Leichnam soll hier Ruhe finden und Respekt und Würde genießen. Ja, o Türkiye'deki polis karakollarındaki all das, was ich erlebt habe, die Polizeiwachen, die Zellen, die Tage im Gefängnis, alles habe ich schlimmer als den Tod erlebt. Ben o şeyleri yaşadıktan sonra açıkçası ölümün aslında korkulacak. Nachdem ich all das erlebt habe, habe ich keine Angst mehr zu sterben. Ja, danke. Wenn du jetzt hier bist und zurückdenkst an die Türkei, auch an deine Familie, an die ehemaligen Freunde oder die Leute in der Nachbarschaft, überhaupt, also dass du da nicht mehr hin zurückgehen kannst, was fühlst du da? Ist das so ein völliger Bruch mit eben auch der Familie, mit den Eltern oder gibt es dann noch Beziehungen? Versuchst du auch noch zu erklären, warum du diese Entscheidung getroffen hast? Offen gesagt, mein Kontakt zu ihnen ist so gut wie abgebrochen. Ja, onlarla olan ilişkimi bitirmemek için çok çaba sarf ettim. Ich hatte mir sehr viel Mühe gegeben, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ama bir türlü beni kabul etmediler. Aber sie haben mich nicht akzeptiert, so wie ich bin. Ya, artık ben de daha fazla gücüm kalmadı, sürekli hakaret. Ich habe keine Kraft mehr, daran etwas zu ändern, weil ich immer wieder beleidigt, ausgeschlossen und isoliert werde. So gelangte ich zu dem Schluss, dass ich den Kontakt abbrechen muss. Das ist mir sehr schwer gefallen. Es ist sehr schmerzhaft, aber so ist es. Cemal vielleicht oder Beran auch. Beran, du bist jetzt in der Situation in Augsburg, da gibt es eine große türkische Community, da gibt es viele Leute. Ist da das Gefühl anders? Ist da die Situation eine andere? Bist du, ich weiß ja nicht, wie viel Kontakt du überhaupt dort hast, aber fühlst du dich da besser akzeptiert mit dieser Entscheidung als Kriegsdienstverweigerer? Also ist es hier normaler, als es in der Türkei sein kann? Kesinlikle hiçbir farkı yok. Also es gibt überhaupt keinen Unterschied. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Derzeit habe ich eine Ausbildung und habe sehr wenig Geld. Deshalb muss ich einen Nebenjob machen. Vor eineinhalb bis zwei Monaten ging ich zu einer Pizzeria, dessen Inhaber aus der Türkei stammt. Ich fragte ihn, ob ich bei ihm als Pizzafahrer arbeiten kann. İş hakkında konuştuk, her şey yolundaydı. Erst unterhielten wir uns ganz normal. Almanya'ya nasıl geldiğimi sordu. Almanya'da nasıl yaşama hakkı tanıdığımı sordu. Ve ben konunun nereye gideceğini biliyordum. Dann fragte er mich, wie ich nach Deutschland gekommen sei,
Da realisierte ich, dass er etwas über meine Haltung erfahren will. Ben de konunun nereye gideceğini bildiğimden üstünü kısaca örtmek için evlendim ve geldim dedim. Es kurz zu machen, ich sagte, ich hätte geheiratet und sei im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen. Sonra klasik bir cümleyle başladı bu. Almancadaki ich bin kein Nazi aber gibi, yanlış anlama, ırkçı değilim ama diye başladı. Und dann fing an und sagte, ich bin kein Rassist, aber. Mesela dedi, caddenin öbür tarafında bir Asylheim var. Da drüben ist ein Asylheim und da sind ganz viele Kurden. Wenn die zu mir kommen, um etwas zu essen, lasse ich sie nicht rein. Ich gebe ihnen kein Essen. Selbst wenn sie sterben müssten, würde ich ihnen kein Wasser geben. Geliyorlar, burada Türkiye'yi kötülüyorlar. Türkiye cennet. So sprach er zu mir und fuhr fort. Die Türkei ist wie ein Paradies. Aber sie beschmutzen nur die Türkei. Geliyorlar burada bizim değerlerimizi, bizim vatanımızı kötülüyorlar. Sie schwärzen unsere Werte, unsere Heimat an. Tabii sonra zaten ben ağzıma geleni söyledim, tartıştık, terk ettim orayı. Daraufhin haben wir uns gestritten, bin ich dann aufgestanden und habe den Laden verlassen. Yani yaşadığım yerdeki ortamda bu tarz şeylere çok fazla maruz kalıyorum. Dort wo ich lebe, kommt sowas häufiger vor. İnsanlara Almanya deyince, Almanya dışındaki insanlara Almanya deyince genelde böyle çok fazla klişelerle Alman toplumunu ırkçı bir toplum zannediyorlar. Wenn ich mit solchen Leuten rede, sagen sie mir, die deutsche Gesellschaft wäre rassistisch. Ama ben bugüne kadar Almanya'da dışlanma ve ırkçılıkla ilgili yaşadığım neredeyse tüm tecrübeleri yabancılardan yaşadım. Kesinlikle hiçbir Almandan olmadı. Aber rassistische Haltungen mir gegenüber habe ich hier hauptsächlich durch Menschen ausländischer Herkunft erlebt, nicht von Deutschen. Yani bulunduğum yerde Cemal Bey de buranın sosyolojisini biliyor. Buradaki Cemal kennt sich mit der Gesellschaft hier gut aus. Buradaki sosyolojinin dışarısında kalmaya gayret. Ich versuche mich von diesen Menschen fernzuhalten und mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Çünkü kendimi ifade etsem dahi beni anlayamayacaklarını. Selbst wenn ich versuche zur Sprache zu bringen, ihnen zu sagen, was ich meine, weiß ich, dass sie mich nicht verstehen wollen. Çünkü ben eğer düşüncelerimi açıklarsam, und wenn ich dann bei meiner Meinung bleibe, könnte es sein, dass sie am Ende gewalttätig werden und mich schlagen. Ja, es ist natürlich, es gibt ja hier Vereine, Organisationen, ultrarechte türkische Vereine, zum Beispiel Graue Wölfe, wenn die das ihm jetzt mitkriegen, dass er Kriegsdienst verweigert ist, dann natürlich wird es schon Anfeindungen von deren Seite geben. Da muss man schon aufpassen, dass man in diesem Umfeld sich nicht outet, nicht offen, jedenfalls in den Gemeinschaften oder in deren dabei sein. Wäre schon problematisch natürlich. Aber der andere Seite muss man hier schon sagen, dass die auch hier selber sehr vorsichtig sind, auch die Graue Wölfe, auch die ultrareligiösen, Miligörisch und so weiter, dass sie dann sich schon scheuen würde. Deshalb mich interessiert schon diese Pizzeria, wer das ist. Und dass er dann einfach die Kurdischstämmigen keine Essen ausgibt, das geht nicht. Rechtlich darf er das nicht. Da kriegt er dann Schwierigkeit. Und das wissen die auch, und deshalb so offene Repressalien erwarte ich nicht. Auch wenn man ihm, wenn man auch in Augsburg, ich bin auch aus Augsburg, bekannt wäre. Es gibt schon auch die
türkische Kreise, zum Beispiel alevitische Gemeinden, Assyrer und so weiter, die da aus der Türkei kommen und in Augsburg eine große Community haben, bei denen wäre überhaupt kein Problem. Jemand eine Kriegsdienstverweigerer, auch in den Vereinen sind, auch mit denen in Kontakt ist, wird eigentlich überhaupt keine Nachteile haben. Aber es ist jedenfalls mal, es gibt auch diese Vereine, da sind auch in einer anderen Ebene genauso problematisch. Nicht nur allein Kriegsdienstverweigerer, auch kurdische Menschen, die sich als kurdische Identität bekennen, werden sie auch teilweise angefeindet. Die gibt es schon, die muss man jedenfalls mal hier, gewisse Sensibilität an die deutsche Gesellschaft muss man schon eigentlich immer aufrechthalten, dass da solche Gruppen und Personen gibt. Aber ich sehe direkt jetzt für die Personen keine direkte Gefahr hier in Deutschland. Momentan hat die türkische Behörden haben schon eher die Oppositionellen im Visier, Journalistinnen, die hier über die Türkei aktiv berichten, gewisse Medien, Zeitungen haben, Internetplattformen haben, die dann offen türkische oder Politik in der Türkei offensiv kritisieren, die sind eher mehr gefährdet, als wir jetzt einzelne Personen, die hier eigentlich Schutz suchen, eigentlich eher sich hier ihr Leben führen wollen. Also das ist jetzt kein Grund, um jetzt wirklich Angst zu haben hier. Werde ich, so persönlich werde ich nicht sagen, aber wenn er irgendwas natürlich hat oder merkt, dann kann er weiß ja meine Daten und kann sich jede Zeit mich kontaktieren und dann versuche ich zu helfen. Jetzt habt ihr aber beide auch eure Geschichten in einem Magazin, dem Magazin von Connection, publiziert. Vielleicht, Rudi, kannst du das mal in die Kamera halten? Rudi hat das gleich mehrsprachig dabei, Französisch, Türkisch, Englisch, Deutsch. Ja, es war eine Idee, die zum letzten internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung aufkam. Der internationale Tag der Kriegsdienstverweigerung ist immer am 15. Mai. Und es gibt ja noch andere Kriegsdienstverweigerer in ganz Europa, die auch im Exil sind und aus der Türkei kommen. Und dann ist aus dieser Gruppe heraus die Idee entstanden, wir wollen unsere Geschichten einfach mal aufschreiben. Wir wollen unsere eigenen Positionen aufschreiben. Und weil die aus Frankreich kommen und aus Deutschland und sowieso aus der Türkei, haben wir es nicht nur in Deutsch gemacht, sondern eben auch in Französisch und in Türkisch und zu guter Letzt auch noch in Englisch. Und das Ganze findet man auf unserer Webseite. Und ich muss sagen, die persönlichen Berichte sind sehr eindrucksvoll. Wir haben das ja heute schon gehört. Es ist keine Freude, das zu lesen, weil die Geschichten sind zum Teil ganz fürchterlich. Aber es ist sehr eindrucksvoll, was da von den Kriegsdienstverweigerern berichtet wird. Und wir haben das noch ergänzt durch Ausführungen zur Kriegsdienstverweigerung und Asyl und auch zur Geschichte der solidarischen Arbeit mit Kriegsdienstverweigerern aus der Türkei. Also lesenswert und bei uns auf der Webseite zu finden. So, das war der Werbeblock. Jetzt nochmal meine Frage an Beran und Onur vielleicht. Ist diese Kriegsdienstverweigerung für euch auch ein Moment, eine Idee gewesen, politisch aktiv zu werden? Ist das auch eine, Beran, du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, du bist auch aus politischen Gründen Kriegsdienstverweigerer geworden. Ist das für euch auch ein Anlass, ein Anstoß gewesen, politisch aktiv zu werden? Ben zaten son derece koyu bir sosyalist bir ailenin içinde. Ich komme aus einer sozialistischen Familie. Burada çok fazla bedeller ödemiş tarih boyunca, yani 100 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca bedeller ödemiş bir aileden geliyorum. Eine Familie, die seit 100 Jahren, seit Gründung der Republik, viele Opfer bringen müsste. Yani benim siyasi bir kişilik olmam bir seçim değildi, bu benim kaderimdi. Ben siyasi bir ortam. Für mich war es schon früh klar,
ein politischer Mensch zu sein, weil ich in einem politischen Umfeld meiner Familie aufgewachsen bin. Ve tabii ki sonuçta politik bir şahsiyet olmak çeşitli felsefi, kültürel... Und wer politisch ist, wird auch zu einem kulturellen Mensch. Bu da okumaktan geçiyor nihayetinde bunun yolu da. Interessiert sich Philosophie, versucht ein aufgeklärter Mensch zu sein, viel zu lesen. Ve okumak bir yolculuktur, bir maceradır, bir serüvendir. Lesen ist wie ein Abenteuerreise. Mit der Zeit, nachdem ich viel gelesen habe, eignete ich mir viel Wissen an. Ve bu yıllar süren benim ilk gençlik yıllarımda. Das ging mir schon in meiner Jugend so. Es führte dazu, dass ich auch gegen Ungerechtigkeiten, gegen politische Ungerechtigkeiten gekämpft habe. Yani demin örneğini verdiğim gibi askere gitmememin çeşitli siyasi... Meine Christenverweigerung hatte mehrere Gründe, darunter auch politische. Politik nedenlerin çok fazla ağır bastığı yerler de var. Yani Erdoğan sarayında otururken o iktidarını daha fazla sağlamlaştırabilsin diye ben neden... Warum muss ich arme Menschen töten? Nur damit Erdoğan in seinem Palast in Saus und Braus lebt. Warum soll ich mich für ihn opfern? Mecliste oturup bütün gün birbiriyle kavga eden 550 tane insanın evet oyu vermesiyle neden gidip Libya'da bombaların altında paramparça olayım? Warum muss ich nach Libyen gehen und dort durch Bomben umkommen oder andere Menschen umbringen? Nur weil 550 Abgeordnete im Parlament das beschließen? Yani ben bunu sadece kendi açımdan söylüyorum. Benim gibi milyonlarca gençten bahsediyorum. Benim gibi Türkiye dışında da dünyanın her yerindeki milyarlarca insandan bahsediyorum. Das alles sage ich nicht nur für mich, sondern für tausende Menschen auf der Welt. Wir sollten unser Leben nicht für die Interesse einer Handvoll Menschen opfern. Emma Goldman'ın söylediği gibi bütün savaşları Emma Goldman sagte, alle Kriege werden von Feiglingen und Dieben beschlossen. Die jungen Menschen werden im Krieg verheizt. Bunun bir temeli vardır. İnsanlık var olduğundan beri şiddet var olmuştur. Es gibt auch anthropologische Gründe, warum Kriege geführt werden. Aber heutzutage, in der modernen Zeit, gibt es nur politische und wirtschaftliche Gründe dafür. Askere gitmeyi reddettiğim bu binlerce sebebin her biri birbiriyle bu şekilde bağlantılıdır. Und so kommen für meine Kriegsdienstverweigerung viele unterschiedliche Gründe zusammen. Ja, danke sehr. Und nur, wie sieht es für dich aus? Bist du jetzt erstmal glücklich, einfach in Frieden leben zu können hier und hier erstmal anzukommen und dein Asylverfahren durchzufechten? Oder ist das für dich auch ein Anlass gewesen, jetzt auch dich politisch zu äußern, politisch aktiv zu werden oder zu bleiben, vielleicht mit Rudi bei Connection irgendwelche Aktivitäten zu unternehmen? Tabii ki ben ilk askerliği reddettiğimde insani duygularla reddetmiştim. Zum Anfang habe ich nur aus humanitären Gründen verweigert. Ama aslında bu sistemin bu Aber mit der Zeit habe ich verstanden, dass alles, was ich erlebt habe, seine politischen Gründe hat. Herkes bizim düşmanımız, Araplar düşmanımız. Es ist das System. Sie sind der Auffassung, dass alle unsere Feinde sind. Deutsche sind unsere Feinde, Araber sind unsere Feinde, Engländer sind unsere Feinde. Sie sagen, wir hätten auf der Welt keine Freunde. Şimdi bunu kabul edemeyince mecbur
Wir müssten als Türken zusammenstehen. Wer das nicht akzeptiert, wird automatisch als kurdisch angesehen, als eine Person mit einer politischen Haltung. Bize gidin savaşın, vatan için. In diesem System wird einem gesagt, man soll für die Nation, für die Religion Krieg führen. Aber es gibt Menschen, die das nicht wollen. Ja, bu manzarayı insan gördüğü, anladığı zaman. Und wenn man das alles erlebt, ist es unmöglich, dass man keine politische Haltung zeigt. Ja, Almanya'da genel olarak da. Hier in Deutschland, so kann ich sagen, lebe ich im Frieden. Aber auch hier gibt es Menschen, die rassistisch denken und handeln. Ja, çünkü Türkiye'de kaçtığım o militarist. Auch hier begegnet man den gleichen militaristischen, rassistischen und islamistischen Gedankengut. Ja, ve son olarak da vicdani red faaliyetlerime son nefesime kadar ölene kadar devam edeceğim. Aber als Kriegsdienstverweigerer werde ich, solange ich lebe, meinen Kampf dagegen weiterführen. Ja, danke sehr. Jetzt ist, ich weiß nicht, ist es das einzige europäische Land, wo Kriegsdienstverweigerung noch so unter Strafe steht, oder gibt es da noch mehr, Rudi? Aber die Frage wäre eigentlich, was ist die Perspektive? Gibt es eine Diskussion auch in der Türkei, eben auch eine Kriegsdienstverweigerung möglich zu machen und gesellschaftlich akzeptiert hinzukriegen? Zunächst zur ersten Frage. Die Türkei ist das letzte Land im Europarat, das sind ja etwa 50 europäische Länder, das überhaupt keine Regelung zur Kriegsdienstverweigerung hat. Aber man muss sagen, dass eine ganze Reihe von europäischen Ländern trotzdem Kriegsdienstverweigerer kriminalisieren oder Kriegsdienstverweigerer aus den Regelungen ausschließen. Also nur mal zwei Beispiele dafür. In Aserbaidschan gibt es zwar in der Verfassung das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, aber keine ausführenden Gesetze. Und da wurden in den letzten Jahren immer wieder Kriegsdienstverweigerer inhaftiert. Ein anderes Beispiel, die Ukraine. Die Ukraine kennt zwar ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, erkennt es aber nur bei 12 kleineren Religionsgemeinschaften an und alle anderen fallen einfach raus. Also da ist noch viel zu tun. Wenn wir jetzt auf die Türkei schauen, so gab es von der HDP, also der Partei, einen Vorschlag, die Kriegsdienstverweigerung umzusetzen vor mehreren Jahren. Die hatten einen Gesetzentwurf eingebracht, aber der wurde noch nicht mal im Parlament behandelt. Es gibt tatsächlich in der Türkei keine wirklich starken Kräfte, die dies umsetzen wollen. Und deswegen hofft der Verein hier auf die Unterstützung europäischer Institutionen, auf das Europäische Parlament, auf den Europarat, auf die Durchsetzung der Beschlüsse des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, der im Rahmen des Europarates entscheidet. Wir wissen, dass das schwierig ist und da kurzfristig auch nicht zu erwarten ist. Sie wissen das auch vom Verein, aber das ist trotzdem eine Hoffnung, dass man über diese Ebene da doch mal irgendwann einen Durchbruch schaffen kann. Ich sehe mal auch deine Perspektive. Ja, es ist in der Türkei eine von schwierigsten Feld, weil auch die oppositionelle Kräfte auch so sehr militärisch geprägt sind. Türkei hat nicht diese Geschichte wie hier in Deutschland, Dritte Reich, der eigentlich einen Krieg oder zwei Weltkriege geführt hat und das Land ruiniert hat. Und damit eigentlich eine Distanz zu dem Militärs oder auch Kriege hier in der Gesellschaft sich durchgesetzt hat. So ist es in der Türkei nicht. Und deshalb, ich sehe das eine von sehr schwierigen Feld, wo ein Demokratisierungsprozess schon sehr mühsam gegangen wird. Ich sehe eher eine Hoffnung, wenn sich Türkei wieder Richtung Europa bewegt, dass man diesen Anpassungsprozess auch in diesem Bereich eine Lockerung oder Verbesserung kommt.
Aber aus dem Innendynamik her ist es wirklich schwierig, auch die linke Organisation in der Türkei, wo hier zum Beispiel schon eine sehr kritische Haltung zu dem Militärdienst hatten, das gibt es in der Türkei so nicht. Also ein langer Weg. Ein langer Weg, ja. Mühsam. Ja. Dann würde ich jetzt mal Beran und Onur beglückwünschen, dass sie diesen Weg, dass sie individuell ihren Weg gegangen sind und hier hoffentlich einfach ein neues Leben, eine neue Perspektive finden. Mit Schwäbisch oder ohne Schwäbisch, ja, das ist, das sei Ihnen unbenommen. Und weil wir vorher, Beran und ich vorher darüber gewitzelt haben, dass er zwar ziemlich gut Deutsch spricht, aber mit diesem schwäbischen Einschlag und dass er deshalb dann doch besser übersetzt werden sollte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei diesem dann doch bedrückenden Thema und schwierigen Thema, dass alle auch so offen geredet haben, dass wir hier gemeinsam zum Tag der Menschenrechte dieses schwierige Thema und bedrückende Thema diskutieren konnten und hoffentlich auch ein paar Leute erreichen. Ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich genauso mit der Reichweite, genauso wie der kleine Kriegsdienstverweigererverein in Istanbul. Aber wenn wir an vielen Orten solche Veranstaltungen machen und diese Themen diskutieren und auch die Begründungen, warum Kriegsdienst verweigert oder auch Wehrdienst verweigert werden soll und warum das legitim sein muss, wenn das alles diskutiert wird an vielen Orten, dann kann man vielleicht auch eine Änderung herbeiführen irgendwann. Ich möchte mich verabschieden bei allen, bei Mehmet Gültekin, unserem Übersetzer. Vielen herzlichen Dank für diese mühevolle Arbeit in beide Richtungen, hier anderthalb Stunden nicht locker zu lassen. Beran, alles Gute für die Ausbildung und vielleicht dann doch irgendwie ein ordentlicher Nebenjob, um auch in Augsburg leben zu können. Onur, alles Gute für das weitere Asylverfahren und auch für das Ankommen, für Arbeiten und Leben hier in Deutschland. Und Rudi, Cemal, euch beiden vielen Dank, dass ihr den Anstoß auch gegeben habt zu dieser Veranstaltung und dass ihr auch es beide geschafft habt, hierher zu kommen und diese Diskussion mit eurem Wissen auch getragen habt. Vielen Dank. Allen einen schönen Abend, ja, gern. Und wir sehen uns bald wieder. Wiederhören.